als er versuchte, Artenkreuzungen zu bekämpfen und einzufangen, die in Manhattan frei rumlaufen. Oscorp ist ihr Freund, Kapitel 1. Infizierte Bevölkerung 125 Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf ich jetzt. Ist das freie Welt oder muss ich jetzt direkt. Hab ich eine Mission direkt? Ja, er sitzt. Irgendwie komisch da. Und der Tod schon an. Jetzt nicht was an. Gwen, alles okay? Ich weiß nicht. Ich muss bei Oscorp bleiben, bis wir ein Gegenmittel finden. Die Infektion darf nicht nach draußen gelangen. Ich kenne jemanden, der helfen kann. Sei vorsichtig, Peter. Dr. Zweig programmiert seine Roboter darauf, Artenkreuzungen zu fangen. Dich also vielleicht auch. Okay. Hey, was ist das? Jetzt habe ich wieder einen Leck. Einen ganz krassen Leck, Leute. Achso, ich muss auf Send. Ich habe doch keinen Leck gehabt. Ich dödel, ey. Kann ich mir irgendwie markieren? Aktuelle Position? Markieren. Wow, ich glaube, ich werde dieses Telefon lieben. Ui. Oh Gott, Leute. Wo hält er sich dran fest? Wie Sie sehen, hat der Amoklauf der Kreatur sein Ende gefunden, mitten im Park. Jetzt cool, wir sie besser der Salamander. Sehen, können wir bestätigen, dass es nicht dieselbe Kreatur ist, die kürzlich Manhattan terrorisiert hat. Aber seltsamerweise... Und Spider-Man saves the day. Hoppala. Was kommt da jetzt? Ist das der Roboter, der die Arten fangen soll? Okay, Sam. Das ist wirklich zu viel des Guten. Ja, ein bisschen. Angriff. Hey, komm zurück! Ich bin mir sicher, es wollte etwas sagen. Oder? Aha. Das ist nicht gut. Zack. Und zack. Und vorne auch nochmal. Bam. Was ist los? Du siehst verwirrt aus. Na, noch irgendwo? Ja, ich flieg weg. Nein, da war's doch gerade. Ah, die Achillesferse des Roboters ist sein Rücken. Ja, da versuche ich gerade hin. Na, wie ist das? Oh, das ist ganz schön hektisch, das Spiel. Raketen sind gut für Roboter im Wachstum. Ich muss schneller sein, wenn ich hinter das Ding kommen will. Ja, das weiß ich. Ich versuch's ja gerade. Nein! Hätte ich doch beinahe geschafft. Und da haben wir's. So. Wuhu. Was jetzt? Oh Gott. Oh oh. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ist ja gerade Raketen irgendwo hin. Wuhu! Ich hab keine Ahnung, wie ich das Ding. Jetzt aber schnell! Jetzt! Jetzt oder nie! Ich muss ihn treffen! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, auf. Okay! Du malst mich nicht! Ich hab's verstanden! Oh oh!
hinter ihn und nein. Schneller, los, los, los! Mann. Und so. Wow. Wow, wow, wow. Richtig keine Fläche. Wow. Entschuldige mich auch, wenn es sein muss. Oh, Leute, das ist ganz schön hektisch. Und jetzt holen wir noch schnell die nächste Seite. Yes! Was? Oh nö, was kommt jetzt? Oh oh. Ich muss dieses Ding ein für alle Mal aufhalten. Netzschuss gegen die Raketenbeine an den Beinen, okay. Wenn ich das Lenkrad kaputt. Sollte ihn das bremsen. Ha! Ich lenke das Netz! Und weg hier. Noch einer. Oh. Und weiter im Text. Und bam. So. Ich setze der Sache ein Ende. Da muss ich wahrscheinlich vor den kommen. Und E. Okay. Zack. So, jetzt aber. Welche letzten Worte, bevor du auf dem Schrottplatz landest? Komm schon. Nein, nein, nein. Oh Gott. Und auf. Ganz weit. Gut. Bumm. Alter Verwalter. Technik-Upgrade verfügbar. Artenkreuzungen laufen durch die Stadt und für die Infizierten gibt es kein Heilmittel. Spider-Man hatte keine Wahl. Er muss sich mit einem alten Freund zusammentun oder Feind. Das wird merkwürdig. Meine Biologiekollegen sind also verantwortungsvoll. Diese Geier. Ob Michael Morbius die treibende Kraft war? Netter Kerl. Aber niemand sonst war so interessiert an meiner Forschung. Okay. Er hat aus irgendeinem Grund immer darauf gedrängt, an Fledermäusen zu experimentieren. Da draußen sind keine Fledermäuse, Doc. Das ist lächerlich. Allerdings gibt es da eine Ratte. Das stimmt wohl. Ich wette, dieses Exemplar ist besonders ansteckend. Mich beunruhigt nicht diese neuen Artenkreuzungen, sondern das tödliche Virus, das als Nebeneffekt aufgetreten ist. Und wenn es die Hälfte meiner früheren Kollegen infiziert hat... Und Gwen... Und was ist unsere einzige Hoffnung? Alistair Smythe und seine Killerroboter? Sie werden der Stadt Schlimmeres antun, als das Virus je könnte. Es muss einen anderen Weg geben. Tja, ich bin sicher nicht nur hier eingebrochen, um ein bisschen zu plaudern. Was? Was meinst du damit? Ich werde sie hier rausholen. Okay. Wirklich? Spider-Man befreit die Echse aus ihrer Zelle? Wer ist hier der Verrückte? Genug diskutiert. Zeit für eine Entscheidung. No. Halt. Wenn du das tust, musst du mir versprechen. Ganz gleich, was auch passiert. Wenn es vorbei ist, musst du mich zurückbringen. Los. Gehen wir, bevor die Medikamente abklingen. Und ich merke, wie verrückt das Ganze wirklich ist. Okay. Sobald ich diese Tür aufkriege, rennen sie so schnell wie möglich. Alles klar? Okay. Verstanden. Okay, befreie Connors. Aber erstmal wollte ich hier kurz gucken. Mit der Maus? Nein.
Hä? Wie kann ich mich hier durch switchen? Neues Upgrade, ja. Ja, jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich hier durchkomme. Ah, mit E. Netzstärke. Netzreichweite. Wie viele Punkte habe ich denn? 230 Punkte. Was haben wir hier? Erhöht die Stärke deines Netzes, um Gegner zweimal länger bewegungsunfähig zu machen. Nee, habe ich ja noch nie gemacht. Was haben wir hier? Ein Ding habe ich frei. Netzhüpfer. Überraschungsangriff. Kraft. Kampfboost. Was ist das denn? Signature Moves. L1 für einen Angriffsaus, nachdem du eine Kombo-Serie von 10 erreicht hast. Nee. Okay, dann machen wir nochmal Angriffsschaden höher. Machen wir direkt 50% mehr Angriff. Und hier haben wir Updates. Notfallmeldung, ich glaube, da fängt das an. Achtung an das gesamte Oscorp-Personal. Verlassen Sie augenblicklich Oscorp Towers. Wenn Sie Kontakt mit einer der Artenkreuzungen hatten, begeben Sie sich bitte in den Quarantänebereich. Hallo Peter, es freut mich, dass du eine schöne Zeit in Manhattan hast, aber denk daran, dass du wieder hierher kommen musst, sobald Stan aus dem Urlaub zurück ist. Ich vermisse dich. In Liebe, Tante May. Hey Pete, ich bin immer noch in der Quarantäne. Die lassen uns hier einfach im Ungewissen. Dr. Smite streitet sich ständig mit der Oscorp-Leitung darüber, wie man diese Sache eindämmen könnte. Sie wollten keine Epidemie. Es gibt immer noch kein Heilmittel für uns. Wir sitzen immer noch in der Quarantäne fest, Pete. Heute Abend haben sie ein Heilmittel an uns getestet, aber es hat nicht funktioniert. Pete, ich habe eine Unterhaltung zwischen Smythe und dem Vorstand mitgehört. Sie haben beschlossen, die Artenkreuzung mit Smythes Robotern anzugreifen. Sei vorsichtig, Peter. Dich werden sie auch angreifen. Das habe ich schon gemerkt. So. Was zur Hölle? Egal. Da. Ich befreie eine der größten Gefahren aller Zeiten aus dem Irrenhaus. Ist bestimmt toll für meinen Ruf. Ja. Ja, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Aber hier sind nur Irre. Ach. So. Und ich muss wahrscheinlich jetzt... Was war das denn? Egal. Ach, 25 EP für ein Magazin. Hier einen Computer betätigen. Hoppla. Sieht doch gut aus. Connors kommt wegen guter Führung früher raus. Hey, geh sofort weg da! Wow. Ich wette mit dir, der hat jetzt alle freigelassen, dieser Vollidiot. Verdrückung ist unmöglich. Die Patienten können raus. Das ist deine Schuld. Du musst mir helfen. Ich soll dir helfen? Was sollte der Stromschlag? Was machst du hier überhaupt, Spider-Man? Okay, ich helfe dir mit dem Chaos, aber nur, wenn mir niemand in den Rücken schießt. Ich sollte auf dich schießen. Verschwinde von hier. Ich gehe schon, aber rechne nicht mit einer Freundschaftsanfrage. Facebook-Anfrage kann er ganz klar vergessen. Spider-Man ist schnell. Aber wie komme ich hier denn jetzt raus? Ah, da. Netzi. Bam. Zurück in die Zellen zum Schlagen, okay? Nicht gut aus. Das kommt davon. Und zack. Zack. Wuhu! Das Kampfsystem finde ich irgendwie doch schon recht lustig. What the? Bam!